wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen News. Und zwar geht es um zwei Themen. Als allererstes zeigt EA mit der Frostbite Engine zusammen mit DICE das erste Mal Next-Gen-Material. Wenn man jetzt denkt, oh geil, jetzt sehe ich so einen schönen Ausschnitt vom neuen Battlefield oder so. Naja, nicht ganz. Man zeigt eine Technik-Demo von neu animierten Haaren, die mit einer komplett neuen Technik dargestellt werden. Ob wir das dann insgesamt in irgendeinem Spiel auch genau in der Form sehen werden, sei mal dahingestellt, denn bei so einem Spiel kommt es ja weniger darauf an, dass die Haare die ganze Zeit schön sind. Aber damals hat es Lara Croft schon mit der TressFX-Technik vorgemacht. Jetzt soll es halt einen Schritt weitergehen und das Ergebnis sieht durchaus zufriedenstellend aus, von der Physik und auch vom Detailgrad her. Und das zweite ist, wer schon immer mal Sims 4 spielen wollte, allerdings dafür kein Geld ausgeben wollte, der hat jetzt die perfekte Chance, denn EA verschenkt das Spiel die nächsten 6 Tage im Origin Store. Also seid schnell, greift euch eure Kopie von Sims 4 und ihr dürft das Spiel dann behalten. Ich hoffe, die kleine News hat euch gefallen. Die musste ich jetzt auf jeden Fall noch rausbringen, weil so ein AAA-Spiel, auch wenn es von 2014 ist, ist natürlich nicht jeden Tag kostenlos und deswegen dachte ich mir, kann man das doch eigentlich mal reinnehmen. Also, bis zur nächsten News und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis dann und ciao.